Was für ein Glück. Kalims Gehirn kennt Mephistos Schwäche. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Auge, das Herz und den Flegel. Guten Tag. Übrigens habe ich ja auch schon letztes Mal gesagt, warum Kane eigentlich immer erwähnt, dass ich noch das Auge und was weiß ich alles brauche. Oder mit den Horadrim-Würfel, warum ich dann Horadrim-Würfel noch brauche, obwohl ich ihn schon die ganze Zeit habe. Das liegt daran, dass die Sätze so eingebaut sind, das konntet ihr euch wahrscheinlich denken, für den Fall, dass man es in einer anderen Reihenfolge findet. Also man kann ja auch die Horadrim-Würfel später besorgen und schon vorher zum Beispiel den Stab der Könige teilweise zusammensetzen. Gibt es auch die Möglichkeit. Man kann es also in einer anderen Reihenfolge machen. Das ist übrigens schön. Das macht es halt ein bisschen interessant. Seid gegrüßt. Man hat die freie Wahl. Und die freie Wahl zu haben, ist ja immer schön. Nee, ich werde nicht nochmal auf zwei Händer übergehen. Ich bleibe jetzt bei dieser Waffe. Ich brauche jetzt Einhänderwaffen. Weil sonst ist mein Schild wieder völlig umsonst. Und wir haben viel zu viel Zeug im Pott. Mensch, wie so ein Messi. Und mit den Runen weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Was ich damit zuerst mal... Warte mal, Wirtsbein. Ich glaube, Wirtsbein werden wir wegschmeißen. Den können wir immer wieder aus Tristram holen. Und jetzt brauchen wir ihn ja noch nicht. Ihr wisst, teilweise wissen ja viele schon, was damit gemeint ist. Was ich mit dem Bein machen kann. Aber für Leute, die es nicht wissen, der hat noch eine sehr, sehr lustige Aufgabe für uns. Wenn wir dieses Bein auch später benutzen. So, suchen Sie in der Kanalisation unter dem Basar von Khorast nach Kalims Herz. So, Basar von Khorast, das ist also schon so die Stadt. Upsi. Da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Und Schlüssel noch. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein letztes Mal durch den Dschungel. Und hier geht's gar nicht lang. Mann, wer hat denn... Guckt euch doch mal das an, das ist doch nicht mehr schön. Au. Ach, natürlich. Wo es hier rausgeht. Das ist ein echtes Labyrinth hier. So. Hä? Wie sind wir denn hier lang gekommen? Achso, wir müssen jetzt hier lang. Ey, wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht? Das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Umweg man hier gehen muss. So, und dann kann man hier schon links lang. Und dann müssten wir eigentlich abkürzen können. Jo. Dann kommen wir gleich direkt wieder in Level 2 rein. Wir könnten natürlich auch einfach das hätten auch den Portal nehmen können. Aber ich will halt vom Chinder Dungeon direkt gleich in den Dschungel rein. Ich glaube, das ist, denke ich, mal kürzer. So, hier erkunden wir nicht die Welt. Da gehen wir gleich hoch. Halten uns nicht mit dem Scheiß hier auf. Das ist für den Fall und Fälle, wenn man wirklich trainieren möchte. Dann kann man hier nochmal zurückgehen. Falls sowas passieren sollte, dass ich wirklich mal einen Trainingspart brauche, werde ich das natürlich nicht aufnehmen. Das werde ich natürlich dann offline machen. Aber ich denke mal, dass ich das nicht benötigen werde. Ich habe es nämlich bis jetzt immer so geschafft. Und wir sind ja erstmal Level 23. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich... die Level 24er Fähigkeiten erst in Basar von Khorast so gelernt habe. Daran kann ich mich noch erinnern, das war immer so meine Zeitgrenze. Selbst wenn ich alles mitgenommen habe, war es teilweise so. Wir hatten ja nicht bis jetzt immer ganz viel Glück, dass wir so viele Gegner hatten. Ja, und wenn wir jetzt den Weg folgen, müssten wir eigentlich Richtung Khorast kommen. Die große Hauptstadt. Halt. So. Die ganzen Effekte hier durch die Gegend prieseln.
So. Man merkt da wirklich sehr stark den Unterschied zu Diablo 1. Während wir da wirklich immer tiefer gegangen sind, haben sich ja die Gegnerschar auch ziemlich erhöht. Also man hatte wirklich viel, aber man hat sich wirklich nur ein Stück für Stück vorgewagt. Und hier ist es so, dass wir einfach nur überrannt werden mit Gegnern. Und sie kämpfen. Schön. Und wir haben es geschafft. Wir sind kurz vor der Stadt. Das erkennt man nämlich an den Gegnern. Weil der Typ... Oh komm, Paige, renne. Der Typ kommt immer vor, wenn man kurz vor der Stadt ist. Mal sehen, ob wir mit der Blitzverzauberung was bringen. Mensch, hau ab, Paige. Danke. Ich sehe auch kein Land in sich. Ah, sie ist down. Mist, der Boss, den würde ich schaffen, aber lässt mich ja nicht mal an den anderen ran. Fuck. Muss irgendwann mal einen down kriegen. So, komm. So, der ist down. Jetzt kann ich auch mal die Aura ändern. Und da hat sie unsere Bogenschützen einen Level abgegeben. Ich habe sie ja noch extra weggezogen. Aber ich sag mal, mit dieser Anti-Blitz hat es echt gut funktioniert. So, Klammerkugel hat es gegeben. Ich kann nicht noch mehr. Und wir sind schon voll im Inventar. Wir haben immer noch diese scheiß Beinschienen. Gut. Und da liegt sie. Platt. Wir könnten jetzt theoretisch in so einen Eisenwolf mal nehmen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da treu bleiben. Oder wir lassen sie tot. Ich glaube, wir lassen sie erstmal tot. Ach nö, jetzt kommen auch die Viecher wieder. Sieht mal anders. Moment, was ist ein Heiltrank? Geht ja auch ohne. Wir sind wieder auf der alleinigen Strecke als einsamer Wolf unterwegs. Man sieht hier schon den ersten toten Bewohner. Unter Kurast. Unsere Handschuhe sind leicht beschädigt. Schon gelb. Sollten wir auf jeden Fall auch wirklich bald zurückgehen. Ah, ein Teleporter. Tja, aber ich frage mich, ob ich wirklich sie wiederholen sollte. Nächste wäre dann Bazaar von Kurast. Ja. Ich glaube, wir bleiben wirklich erstmal alleine. Ja. Zack, zack, zack. Oder? Ich weiß nicht. Oh, 12.000. Hat das hier eben. Und wir kriegen unseren makellosen Diamanten hin. Alle Arten Widerstandsarten 14, 80 zu Angriffswert. Also werden wir das jetzt in Rüstung backen. So. Und die zwei Utensilien. Ein bisschen Platz haben wir noch. Halt, erstmal reparieren. Ja. Habe ich hier noch ein bisschen Rüstung? Geschicklichkeit. Ja, jetzt nicht so der Bringer.
Wir wissen ja eh, dass wir erstmal die Stärke sowieso brauchen, um noch höhere Sachen zu tragen. Gut. Hä? Ach nö, ich Idiot. Das ist ja ätherisch. Und die reparieren sich ja nicht. 1 von 9, das Ding könnte ja eigentlich kaputt gehen. Was hat denn das? Verbesserte Angriffskraft, Geschicklichkeit, ein paar Widerstandsarten. Ich glaube, wir brauchen jetzt bessere Panzerhandschuhe. Dann mit besserer Verteidigung. Weil wenn das Ding kaputt geht, ist auch Blödsinn. Dann haben wir den Effekt auch nicht mehr. Haben wir hier nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zu Ashara, gucken, ob die noch bessere Handschuhe hat. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lange, dass die... Ich weiß nicht, wie lange haben wir die? Die haben wir wirklich schon aus dem ersten Akt, oder? Ich glaube, die haben wir seit dem ersten Akt und die hatten die ganze Zeit keine Meldungen gemacht. Wir mussten sie nie ersetzen. 11. Ja, das ist Schwachsinn. Oh, hier haben wir sogar noch ganz normale. Wir könnten ja mal ein Glücksspiel machen. Vielleicht haben wir ja da Glück, dass wir bessere Ausrüstung kriegen. Diese Möglichkeit hätten wir auch noch. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich habe auch schon viel Scheiße gekriegt. Es schmerzt mich, meine Zeit mit euch zu vergeuden. Daher will ich gleich zur Sache kommen. Es gibt ein ganz spezielles Buch, das ihr für mich finden müsst. Es wurde vor langer Zeit von einem Weisen namens Lam Esin geschrieben, der die Skatzim-Magie und die Auswirkungen der großen Übel auf die Welt der Sterblichen studierte. Das schwarze Buch ging verloren, als die Kinder von Zakarum dieses Land eroberten. Jetzt müsst ihr es unverzüglich wiederbeschaffen. Sein Wissen kann uns in den vor uns liegenden dunklen Zeiten nützlich sein. Wir haben eine Quest gekriegt von Alko. Lam Esins Folien müssen wir sammeln. Den Bazar, Oberkorast und den Damm nach Lam Esins Folien suchen. Also haben wir mehrere Gebiete, wo es sein könnte. Naja, dann versuchen wir erstmal handeln, war ja nur der Elixiere. Okay, dann Glücksspiel. Wie viel kostet das denn? 63.000. Wir haben 373.000. Ich denke, wir können einfach mal das wagen. Ui! Und schon haben wir wirklich einen Glückstreffer gehabt. Können wir gleich nehmen. Das hier sind ja die teuersten, glaube ich. Gut, gucken wir mal weiter. Was hat er noch? Handschuhe. Okay, Daumen drücken. Oh, Niete. Und nochmal. Noch eine Niete. Repariert eine Haltbarkeit in 33 Sekunden. Ja, aber die Effekte sind einfach scheiße. Na gut, versuchen wir es nochmal. Halbierte Dauer der Erstarrung. Wieder Mist. Wir dürfen das nicht zu oft machen, sonst haben wir bald kein Geld mehr. Aber es macht gerade so viel Laune da. Das erste Glückstreffer und dann, ja, nur Nieten. Gucken wir mal, ob noch was anderes dabei ist. Vielleicht ein besserer Gürtel. Ich hatte auch schon mal coole Sachen gehabt. So. Komm schon. Ja. Na gut, nicht so viele Verteidigung. Aber ansonsten gute Effekte. Und dass es sich halt, dass man es reparieren kann, ist sowieso besser. So, wir können ja nochmal einen Abgleich machen. Also damit hätten wir mehr Verteidigung auf jeden Fall mit den Dingern. Ja. Die ätherischen sind wirklich ein bisschen besser. Naja, ist minimal, aber der Angriffskraft geht auch runter. Naja, wir müssen es machen. Sonst haben wir sie eh nicht mehr bald, weil sie kaputt gehen und dann können wir sie nicht mal reparieren. Und dann haben wir auch nichts mehr davon. Aber wir haben bessere Schuhe gekriegt und das ist auch schon mal was wert. Also, sieht momentan ja ganz gut aus mit unserer Ausrüstung. Wir haben noch nichts richtig Tolles, noch kein richtiges Set-Gegenstand, aber das kommt ja alles noch. So, dann mal auf in die Stadt. Und hier kommen natürlich auch da ganz, ganz andere Gegner vor. Fetische dürften gar nicht mehr vorkommen, soweit ich weiß. Wir haben ja jetzt diese Mistviecher. Nennt man sie auch Schleicher. Und noch ein Diamant.
Affe der Verdammnis. Na, das ist so ein Feigling. Rennt da einfach weg von mir weg. Hallo. Wo rennst du denn hin?